Ja, servus miteinander. Mein Name ist, das sage ich übrigens immer, aber das ist das erste Mal, glaube ich, dass es passt, wenn ich einen Vortrag sage. Mein Name ist David. Ich komme aus dem wunderschönen Köln am Rhein. Und weil der überwiegende Teil, also zumindest die Hälfte des Raums, meinen normalen Hintergrund kennt, also Webentwickler, dabei seit Mambo, kleine Firma Joomla und so, ein paar erweiterte Weisheiten aus meinem Leben. Ich mag lieber Star Trek Voyager als Deep Space Nine, das finde ich ganz furchtbar. Überhaupt Star Trek lieber als Star Wars. Ich mag keinen Mond und keine Oliven. Was gibt es denn sonst noch? Ich habe kein Auto, weil ich finde das absurd. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Deine Frau musst du schon erwähnen. Genau, ich habe meine Freundin hat einen Joomla-Keks gebacken, mal im Advent. Da wusste ich, das könnte etwas Langfristiges werden. Ja, genau, und ansonsten. das ist schön. Und das, ich habe noch nicht mal gestupst, ne? Die kam tatsächlich selber auf die Idee. Wir saßen da, wollten Weihnachtsplätzchen backen. Ja, weißt du was? Ich mache einen Joomla-Keks. Und ich so. Das war schön. Ja, genau. Ich verbringe ja eigentlich seit inzwischen 11 Jahren, seit wann ist Mambo, ja, ne? mein berufliches und technisches Leben rund um das Thema Joomla, Erweiterungsentwicklung und so Gedöns. Und ich habe dabei eigentlich lange Zeit nichts vermisst, weil man kann mit Joomla ja mit ein bisschen Arbeit eigentlich alles machen. Es macht zwar nicht immer Sinn, aber es geht. Und hatte dementsprechend auch so meinen Technologie-Stack. Ich konnte PHP, ich konnte MySQL, ganz rudimentär JavaScript, weil das machen wir Joomla-Leute ja nicht so viel, CSS und HTML. Das waren meine Technologien und mehr habe ich nicht gebraucht. Und das war lange Zeit okay und ich glaube, dass diese Blase, in der ich da gesessen habe, dass auch ganz viele von meinen verehrten Kollegen aus der Joomla-Community genau da drinnen sitzen und nicht so richtig mitbekommen, was außerhalb dieser Blase eigentlich alles wartet. Das Web ist ziemlich heißer Scheiß und an jeden Tag kommen mindestens 5 Technologien, die man sich eigentlich mal anschauen müsste. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich ein Kundenprojekt übernommen habe, wo selbst ich mit meinem sehr großen Joomla-Herz irgendwann in der Konzeption gemerkt habe, das macht keinen Sinn, das auf Joomla aufzubauen. Das war ist ein Portal für die Vermietung von Ferienwohnungen. Es ist nur User-Generated Content. Es ist absehbar, dass da irgendwann mal 50, 70, 80.000 Inserate drin sind. Dass da der Kunde hat seine alte Firma verkauft und hat jetzt zu viel Kohle und Langeweile und pulverte dementsprechend noch AdWords drauf, bis zum geht nicht mehr, die Seite hat noch ordentlich Traffic. Und das waren alles so Dinge, wo ich gesagt habe, ich muss dann Joomla über weite Strecken sowieso wahrscheinlich umbohren, ich muss eine komplett eigene Erweiterung machen. Also wenn ich sowieso schon nichts benutze, kann ich doch auch gleich mal gucken, was die Webwelt sonst noch so für mich bereithält. Und bin dabei über das PHP-Framework Laravel gestolpert. Und als ich dann mal so die Augen aufgemacht habe, fiel mir auf, was es denn dann noch so alles gibt. Das habe ich ein bisschen mitgebracht, so die Dinge, über die ich da gestolpert bin. Was es nicht geben wird in diesem Vortrag, sind Step-by-Step-Erklärungen. Also ich will euch nicht im Einzelnen zeigen, jawohl. Wie hast du das denn geschafft? Es wird keine, das kommt davon, wenn man in meinen Vorträgen schon Alkohol trinkt, weil man denkt, man könnte sie anders nicht ertragen. Das ist nicht klar. Ich habe dir ja auch eins mitgebracht, das ist deiner. Ach so! dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich will nicht erklären, wie die einzelnen Tools funktionieren. Ich will einen Einblick geben, was sie tun und euch heiß machen darauf, sie danach auszuprobieren und selber zu verstehen, wie sie genau funktionieren. Die erste Technologie, über die ich da gestolpert bin, ist Elasticsearch. Das brauchten wir im besagten Immobilienprojekt, weil absehbar war, keine Ahnung, 100.000 plus Inserate und da braucht man dann so eine Radiussuche mit Geokoordinaten und wir haben noch verschiedene Geschichten in Sachen Verfügbarkeit und Preissystem und Personenanzahl, weiß ich. Ich glaube, die Suche umfasst jetzt 70 verschiedene Attribute, nach denen man suchen kann. Und das kann man natürlich auch alles mit MySQL versuchen zu implementieren, aber
das ist dann halt scheiße. Das macht nicht so wirklich Spaß, das ist nicht so richtig performant. Und jetzt mal weitergedacht, vielleicht wird die Seite immer erfolgreich. MySQL-Cluster aufbauen geht zwar, aber ist schon eher Gefriemel. Und deswegen haben wir uns auf die Suche nach einer Alternative gemacht und sind über Elasticsearch gestolpert. Ist ein Suchserver auf Java-Basis. Unter der Haube liegt Lucene, das ist ein Apache-Projekt, was eine für Suchen optimierte Datenbank ist. Und auf Lucene gibt es dann zwei Projekte, die aufbauen. Das eine ist hier Elasticsearch und das andere ist Solr. Beide Open Source, aber beide mit völlig grundsätzlich verschiedenen Konzepten. Bei Elasticsearch ist es so, um Daten in diesen Suchserver rein und wieder rauszubekommen, also befüllen und suchen, gibt es eine REST API. Die gibt ein JSON raus, also quasi ganz normale Technologien, mit denen wir hoffentlich Tag für Tag arbeiten. Und Elasticsearch ist darauf ausgelegt, dass man ganz schnell erstmal an den Start kommt. Es gibt zum Beispiel keine Schemata. Ich muss nicht Elasticsearch vorher schon sagen, da kommt jetzt ein Dokument vom Typ Haus und das hat einen Titel und eine Beschreibung und Sterne und all so Gedöns, sondern ich kann mein Objekt bei mir aus der MySQL-Datenbank nehmen, ein JSON draus machen, poste das in den Elasticsearch und dann ist es drin. Und da kann ich es auch sofort durchsuchen. Elasticsearch hat da so ein paar Defaults. Zum Beispiel geht er davon aus, dass ich erstmal jedes Feld indexieren will, dass ich jedes Feld durchsuchbar haben will, dass wenn ein True oder ein False drin ist, dass das wahrscheinlich ein Boolean sein wird und so Geschichten. Also sinnvolle Defaults. Und kann dementsprechend auch sehr schnell dann anfangen, damit zu suchen. Da ist Solr eben als Pendant das exakte Gegenteil. Solr ist schemabasiert. Ich mache vorher das Schema, ich sage, die Speise speichern, die nicht, die indexieren mit dem Algorithmus, die nicht und so Gedöns. Muss mir da vorher Gedanken machen und kann es erst dann befüllen. Was ich an Elasticsearch mag, ist, da hat sich jemand nicht nur Gedanken gemacht über die ersten 10% eines Projekts, sondern auch die 90%, die hinten dran kommen. Elasticsearch ist von Haus aus dafür gebaut, um clusterfähig zu sein. Also ich kann sagen, ich habe jetzt hier mal, ich starte mal mit einem Node, da liegt dann die gesamte Suche drauf. Und immer wenn ich denke, jetzt wird es langsam ein bisschen eng, ich bräuchte mal ein bisschen mehr Power oder sowas in der Richtung, ziehe ich einen zweiten Node hoch, mache die miteinander bekannt über die API. Und ab dem Moment sorgen die selbstständig dafür, dass sie den Datenbestand verteilen. Es gibt Geschichten, dass ich sagen kann, ich spiegel den quasi nur oder ich verteile den Datenbestand quasi so stückchenweise über alle Server, sodass ich dann über alle Server parallel suchen kann, was bei sehr großen Datensätzen Sinn macht. Und das ist da einfach so drin. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Und wenn es dann um die eigentliche Suche geht, gibt es so ein paar nette kleine Schmankerl. Also so ganz simple Geschichten. Ich kann natürlich End- und Or-Verknüpfungen machen. Die ganzen Abfragen laufen über eine eigene Query Language, die dann auch als JSON übergeben wird. Genau, End-Or-Kombinationen gibt es. Scoring, also wenn ich zum Beispiel ein Suchergebnis habe, da taucht genau das gesuchte Wort auf und ich habe ein Suchergebnis, da taucht es in einer anderen Schreibweise auf. Ist das erste Ergebnis vom Score her besser als das zweite? Ich kann Range-Suchen machen, also gib mir mal alle Häuser mit 3 bis 5 Sternen. Ich kann Geolocation machen, das kann Elasticsearch extrem gut. Ich kann Elasticsearch zum Beispiel sagen, ich übergebe dir jetzt mal eine geografische Form, zum Beispiel die der Stadt Wien, quasi so mit den Außenumrissen. Und ich habe in meiner Elasticsearch-Datenbank Datensätze mit Länge und Breite und kann dann sagen, Elasticsearch, gib mir mal alle Datensätze, die in dieser Form sind. Oder ich kann natürlich klassisch Radiussuchen machen und da merkt man, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ich kann bei der Radiussuche vorgeben, wie das verglichen werden soll. Es gibt einen Algorithmus, der berechnet die Erdkrümmung mit ein und es gibt einen, der macht das auf direktem Wege. Das sind Dinge, die kann ich natürlich auch alle per Hand in MySQL und PHP nachbauen, das macht halt keinen Sinn, weil der kann das viel besser als ich. Autocompletion ist drin. Diese meinten sie Geschichten, wenn ich mich vertippe, ist mit drin und das fällt da alles so raus, kein Mehraufwand, ist halt einfach da. Und wie sowas dann aussieht, kann ich mal an einem zweiten Projekt zeigen, wo wir das auch im Ansatz haben.
das geht hoffentlich bald online hier, auch aus dem Immobilienbereich, Portal für möbliertes Wohnen auf Zeit. Auch da liegt hier im Hintergrund ein Elasticsearch, der für die eigentliche Suche zuständig ist. Und wir haben eine REST API davor gebaut, die das dann entsprechend abfängt und ein bisschen umbaut. Und was man verhältnismäßig schnell merkt, wenn man sich hier durchklickt, da sind jetzt, ich glaube, 150.000 Inserate drin. Das ist von der Geschwindigkeit her, dafür, dass das auf einem 0815V-Server mit 2 Gigramm oder sowas läuft, ist das schon okay, das kann man schon mal so machen. Und ist total simpel im Ansteuern. Ich schmeiß da über die API die Attribute rein, die es zu filtern geht, und kriege dann entsprechend Inserate raus oder nicht. Radiussuche ist darüber implementiert, hier jetzt mit dem schnellsten Algorithmus, weil bis 200 Kilometer die Erdkrümmung noch nicht so eine richtig große Rolle spielt. Das wird danach immer mal interessant. Aber das ist das Prinzip. Ja? Gehst du sogar direkt auf den Ready-Server oder hast du noch irgendwie ein Skript dazwischen, was dann sich mit dem Elastic-Search spielt? Wir haben da jetzt noch ein Skript zwischen, also haben dann einen API-Layer dazwischen geschoben. Erstens aus Sicherheitserwägung offensichtlich, und das zweite ist, wir haben das Ding ist sowieso über weite Strecken API-driven im Frontend, und wenn wir die API schon hatten, war es sinnvoller, da einfach die Search-Geschichten mit reinzuwerfen. Genau. Rennt wie doof, und das Charmante ist, das gibt es schon für Joomla. Es gibt fertige Erweiterungen im Jet zum Runterladen, die Elasticsearch in Joomla implementieren. Das funktioniert dann für wahrscheinlich die normalen 0815 Content-Items. Aber das Grundprinzip ist auch da das gleiche. Die schmeißen das in Elasticsearch und es ist durchsuchbar und performant und clusterfähig und alles super duper. Elasticsearch gibt es als gehostete Lösung. Muss man auch nicht mal selber tun. Alles da, kann man sich mit austoben. Tolles Teil. Ich hätte eine kurze Frage dazu, weil ich habe mir eine Erweiterung bauen lassen mit der Anforderung, dass 3 Joomla-Seiten durchsucht werden, ja, und ein Magento-Shop. Ja. Schreit nach Elasticsearch. Okay. Hast 3 kleine Erweiterungen, also hast 2 Erweiterungen, eine für die Joomla-Instanzen, eine für die Magentos, die pushen ihren Content in den gemeinsamen Index von Elasticsearch, und dann kannst du auch unbedingt mal sagen, gemeinsamen Index suchen. Mhm. Also wir haben das anders gelöst, aber es für die Zukunft gut zu wissen. Ja? Deswegen machen wir das ja. Genau. Zweite Geschichte, über die ich dann in besagtem Immobilienprojekt gestolpert habe, ist AngularJS. Das waren noch AngularJS 1.x Zeiten. Und AngularJS ist eines der gefühlt 17 Millionen One-Page-Application-Frameworks für das Single-Page-Application-Frameworks für JavaScript. Andere populäre Vertreter, was haben wir da noch? React, Vue, Backbone, Ember, also steht an der nächsten Straßenecke, stehen 5, könnt ihr euch eins von wegnehmen, ist überhaupt kein Problem. Da tauchen auch täglich 3 neue von auf. Mein Appell wäre tatsächlich, beschäftigt euch mal mit einem. Ich habe die vorsichtige Befürchtung, dass uns JavaScript in der Webwelt noch eine Zeit lang begleiten wird, weshalb die Verweigerungshaltung, die der ein oder andere da an den Tag legt, nicht so richtig zukunftsfähig zu sein scheint. Es ist ein Single-Page-Application-Framework. Also die klassische Idee ist, ich mache an meinen Apache eine Abfrage, da kommt im Zweifelsfall eine statische HTML-Datei zurück, die mir das große JavaScript-Paket zurückgibt. Und ab dem Moment ist all das, was die Applikation tut, die neuen Seiten, die kommen, Modaldialoge, Speichern, Laden, Löschen, alles, was da passiert, über JavaScript realisiert. Da gibt es dann eine API im Zweifelsfall im Hintergrund, mit der ich rede. Aber ich gehe weg von dem Gedanken, dass mein Server HTML baut. Das Rendering findet bei mir auf dem Client statt. Und die Business-Logik auch. Genau, und die Business-Logik auch. Genau. Der Extremfall ist dann, ich habe auf dem Server auch noch JavaScript fürs Backend, und das ist dann Node.js, und die teilen sich Business-Logik. Gemeinsame Models, da wird es dann richtig lustig. AngularJS wird inzwischen, glaube ich, von Google hauptsächlich maintained. Deswegen ganz lustig, weil die jetzt in der neuen Version Angular 2 auf TypeScript als JavaScript-Dialekt umgestellt haben, was von Microsoft entwickelt wird. Und da hast du irgendwie der Google-Konzern, der auch eine Microsoft-Sprache aufsetzt, ist schon abstrus, aber funktioniert für die Jungs. Es ist serviceorientiert. In der 1er-Version
gibt es so eine, so eine Ansatz von MVC, aber auch so eine Parodie. In der neuen Version, in der Zweier, ist es dann noch stärker Components-orientiert, so nennen die das dann, das ist das neue Konzept. Grundprinzip ist das folgende. Wenn wir klassisch mit jQuery Gedöns machen, ne, damals früher, haben wir so Geschichten irgendwo in den JavaScript-File. Eine ID, irgendein Selektor, irgendwas, wo wir das entsprechende Element bekommen und wir binden dann eine Funktion da dran oder wenn wir ein Objekt modifizieren wollen, haben wir auch da den hardcodeten Selektor und sagen, tausch da was aus. Das ist für Akkordeon ein- und ausklappen oder so ein Gedöns noch völlig im Rahmen. Wenn wir als aber mal sowas hätten wie die eben angesprochene Suche, da gibt es unten eine Pagination, wo ich die Anzahl der Gesamtergebnisse brauche, da gibt es oben nochmal eine Anzeige, wie viele Ergebnisse es braucht. Ich muss die Ergebnisse an sich darstellen, müsste dafür noch einen Selektor haben. Dann muss ich die ganzen Slider hin und her schieben, auch dafür brauche ich Selektoren und irgendwann ist mein jQuery eigentlich nur eine große Selektororgie. Und ich habe ein Stückchen JavaScript, was ganz eng an dieses Markup gebunden ist und was ich nicht wiederverwenden kann. Bei Angular wird dieses Prinzip ein Stück weit umgekehrt. Ich sage in meinem Markup über sogenannte Annotations, das kann ein Attribut sein, das kann aber auch ein gesamter Tag sein, dieser Node im DOM hat eine bestimmte Funktion. Also wenn dieses Element angeklickt wird, dann setze das Property Foo in meinem Model, in meinem Angular-Model, auf den Wert 1. Ich muss also noch nicht mal eine Funktion aufrufen, sondern ich kann direkt Werte im Model beeinflussen. Ist ganz nett, mal angenommen die Pagination-Idee von eben. Das hier wäre der Weiterkopf. Hier würde dann Page stehen, ist gleich Page plus 1. Und schon habe ich ohne JavaScript-Code einen funktionierenden Weiterknopf gemacht. Ich drehe das Prinzip um, habe das viel loser miteinander gekoppelt und kann über die entsprechenden Templating-Sprachen, die es da dann im JavaScript-Bereich gibt, in meinem Markup Kontrollstrukturen aufbauen. Ich kann mir ein if zusammenstricken, ich kann for-each-Schleifen bauen, wenn ich das will. Der ganze Spaß und habe tatsächlich eine einigermaßen saubere Trennung von Business-Logik und dem entsprechenden Markup, das hinten darauf kommt. Eine weitere Geschichte bei Angular ist das Two-Way-Model-Binding, so nennt sich das. Bedeutet, mal angenommen, bitte? Data-Binding. Ja, meine ich ja. Das ist also das Wichtigste eigentlich. Schon, ne? Grundidee ist die folgende, wir hätten ein Suchfeld, mit also ein großes Eingabefeld, wo wir einen Suchbegriff eingeben könnten. Und unten drunter steht, Sie haben gesucht nach. So, jetzt könnte ich in Angular sagen, dieses Suchfeld, der Inhalt dieses Suchfelds, soll bitte in meinem Angular-Objekt im Property Suchtext landen und kann gleichzeitig dem String unten sagen, gebe an dieser Stelle den aktuellen Suchtext aus. Und dann passiert etwas Magisches, wenn ich in das Textfeld was eintippe, wird gleichzeitig unten der String geändert. Wenn ich im JavaScript mit meiner Business-Logik etwas mache und zum Beispiel diesen Substring auf was Leeres setze, wird der sowohl im Eingabefeld als auch unten dann leer gesetzt. Also ich habe eine Bindung in beide Richtungen und kann damit allerlei cooles Zeug machen. Ich kann zum Beispiel hingehen, besagte Suchseite, wir fetchen da die Einzelinserate dann über Ajax, also über einen Call an die API. Ich bekomme eine Liste mit Inseraten zurück. Und habe dann in meiner View, also in dem Template, einen Block, da steht drin, für jedes Inserat in der Inseratsliste bitte das Div machen mit dem Bildchen drin. Und ich muss mich jetzt nicht mehr ums Rendering kümmern. Dadurch, dass die an die Daten gebunden sind, wird das Rendering automatisch erneuert, sobald ich die neuen Inserate habe. Das ist ganz geiler Shit. Klassische Stärke sind tatsächlich diese Single-Page-Applications, die sich über mehrere Seiten ziehen. Man kann aber auch hingehen und das ein bisschen kleiner machen. Und das habe ich bei einer Joomla-Erweiterung gemacht für einen Kundenauftrag, die mit Abstand hässlichste API der Welt anbinden muss. Ich könnte euch schaudersteinige Dinge erzählen, die ihr sowieso nicht hören wollt. Achso, ihr seht gar nichts, ne? Fällt mir jetzt auch auf. So. Wer mal die ehrenvolle Aufgabe hat, das Fahrzeugsuchsystem
der Firma MyMotion anzubinden, läuft. Ist ein VW-Händler, das ist die Aufgabe bei der ganzen Geschichte. Der VW-Händler wollte halt so eine lustige Suche haben, wo er die einzelnen Inserate rausbekommt und wo ich sagen kann, zeig mir mal nur die Sachen von VW oder sowas. Jetzt war die Anforderung für diese Selectboxen hier referenzielle Integrität. Also wenn ich hier als Hersteller VW auswähle, darf ich nur noch die Modelle sehen, die VW herstellt. Also was haben wir gemacht? Ich bin serverseitig hingegangen, habe eine API gebaut, die dann eine Request macht, sobald ich das hier jetzt auf VW setze, und fragt, liebe API, welche Modelle gehören denn zu VW? Das bekomme ich über mein JavaScript zurück und sage, die aktuelle Liste von Modellen ist die folgende. Und dann muss ich nichts mehr dafür tun, dass hier jetzt nur noch VW-Modelle sind. Und wofür ich auch nichts tun muss, ist, dass er mir Millionen automatisch anzeigt, dass es jetzt nur noch 157 Ergebnisse sind. Sagen wir jetzt mal noch, wir brauchen alle mit Navi. Sind es auf einmal 88. Passiert darüber, dass ich einmal diesen Call mache, mir die Anzahl der potenziellen Ergebnisse zurückgeben lasse, das in mein Angular-Model schreibe und dann hier sagen kann, über eine entsprechende Annotation, gebe quasi hier das aus, was ich, wo ist das denn, das ist wahrscheinlich das Original-Markup. Wählst du nicht auch die Ergebnisse nach? Auf die Art? War eine explizite Anforderung. Für Suchmaschinen oder was haben die sich dabei geteilt? Will man nicht wissen, oder? Also ich, sobald du hier auf... Die Anforderung war, dass du nicht die Ergebnisse gleich mit sortierst? Ja. Erst wenn ich auf Absenden drücke, dann soll... Ja, das war gerade meine Frage, warum du die nicht gleich mit sortierst. Ja, ja. Mama, ich habe die Frage auch gestellt. nur eine sinnvolle Antwort leider nicht bekommen. Wo ist denn jetzt hier dieses blöde Fenster? Ah, vielen Dank für nichts, PHP Storm. Search. Achso, das ist ja in dem Modul. Aha. Achso, genau, hier. Das ist dann so ein Platzhalter. Hier sage ich über diese geschweiften Klammern, gebe an dieser Stelle die Anzahl aus, die ich in der Variable Preview gespeichert habe. Und das wird dann nach jeder Änderung von jeder Select-List einfach automatisch gefetcht. Ganz cooles Zeug. Hat in diesem Projekt wahrscheinlich 17 Milliarden Katzenbabys allein schon gerettet. Und mir tausende Nerven. Aber das passiert clientseitig. Das heißt, du weißt aber am Server dann eigentlich nicht, nach was die Leute suchen, oder? Doch, es geht ja auch. Was ich bekomme auf dem Server ist eine Anfrage, da passiert eine Suche mit den folgenden Parametern. Okay. Das bekomme ich halt als JSON und ich gebe auch serverseitig das Ding zurück. Aber ich gebe halt ein JSON zurück und kein Markup. Und ich muss mich nicht darum kümmern, dass da irgendwelche komischen IDs und Classes gesetzt werden und so ein Bullshit. Das alles automatisch. Genau, das ist das Prinzip bei Angular. Die diversen anderen Frameworks haben andere Konzepte. Das ist jetzt gerade dieses mit den Annotations, das ist relativ spezifisch, da einfach ein paar andere Geschichten. View. Bitte was? Bei View-Typen ist es ziemlich ähnlich. Ich glaube, bei React ist es wiederum andersrum, weil die das Two-Way-Data-Binding, glaube ich, in der Form nicht implementieren, weil es nicht performant genug ist. Wie gesagt, da gibt es Unterschiede. Ja. Grundsätzlicher Appell ist, schaut euch diese Frameworks an und lernt eins davon. Das lässt sich im Kontext mit Joomla wunderbar einsetzen für Erweiterungen jeglicher Art. Das ist ein echter Benefit in Sachen Usability, macht das Leben leichter. Ich denke mal, wir müssen dann uns Joomla-mäßig mal als Entwickler darauf einigen, wie wir mit den 17 verschiedenen Frontend-Frameworks dann umgehen, die wir noch alle nachladen wollen. Aber prinzipiell ist das mal eine Beschäftigung wert. Dann
kommt als nächstes ein Ding, wo ich gerade an der entsprechenden Anwendungsfall arbeite. Da kann ich noch keine Demo zeigen, aber ich kann es mal Appetit drauf machen. Docker. Docker ist gerade dabei, die Art und Weise, wie wir Entwickler Applikationen rausgeben, fundamental zu verändern. Das wird einen relativ großen Impact auf so ziemlich alles haben, was wir tagtäglich tun. Ich habe eben mal versucht, selber mit lustigen Boxen zu erklären, was das ist, und habe dann das hier gefunden, was tausendmal besser ist. Es gibt immer viele Leute, die sagen, Docker ist so eine Art virtuelle Maschine. Habe ich früher auch gesagt, ich habe es nicht verstanden. Docker ist keine virtuelle Maschine, ist noch nicht mal so eine Art virtuelle Maschine. Klassisch bei virtuellen Maschinen ist, ich habe unten die Hardware, also das Blech, darauf läuft das Betriebssystem, dann läuft irgendwas, der Hypervisor, der die virtuellen Maschinen macht, und eine virtuelle Maschine wiederum ist dann Betriebssystem, Libraries und die eigentliche App. Bei Docker... Außer unter Windows. Bitte? Außer unter Windows und Mac. Unter Windows hast du Hyper-V dazwischen, unter Mac hast du VirtualBox dazwischen. Jetzt für die, also Windows und Mac benutzen immer noch Virtualisierung. Ja. Weil das die Kernelfunktion, die Docker benötigt, die Linux-Fork-Funktion. Ja. Ja. Gut, aber besser erklärt, so wie du sagst. Ja. Mensch. Bei Docker ist das Prinzip ein anderes. Meine Applikationen, die in diesen Containern, in ihrem eigenen, in ihrer eigenen kleinen Box stecken, bringen die ganzen Libraries, die sie brauchen, irgendwelche kleinen Programme, Bibliotheken etc. pp. Mit, sind also für sich abgeschlossen, laufen dann aber auf dem Betriebssystem, auf dem Kernel des Hosts. Das hat den ganz charmanten Vorteil, dass mir dieser ganze performance-saugende schon mal wegfällt. Das hat einen weiteren Vorteil. Das hier konsequent zu Ende gedacht bedeutet, dass das, was früher eine virtuelle Maschine war, plötzlich ein Programm ist. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und Prozess muss ich auch nicht booten und warten, bis der seine RAM-Disk initialisiert hat oder so ein Gedöns, sondern ein Programm ist Doppelklick, Programm startet, initialisiert und ist da. Und es ist ein gigantischer Vorteil in Sachen einfach Reaktionszeiten. Einen Docker-Container habe ich in der Regel viel schneller gestartet, als ich das mit jeder virtuellen Maschine machen könnte. Das ist das Grundprinzip. Da liegen dann unter der Haube so ein paar Linux-Technologien. Da kann man sich mal reinfriemeln. Aber fürs Grundprinzip, Docker ist ein in sich abgeschlossener Prozess, wo es einen Standard dafür gibt, wie er mit der Außenwelt kommuniziert. Long story short. Etwas Besonderes an Docker ist, dass Docker-Container in der Regel stateless angelegt sind. Soll heißen, bei einem Docker-Container ist das eigentlich nicht gewollt, wenn wir jetzt mal überlegen, wir würden einen Joomla als Docker-Container machen, was ein typisches Beispiel dafür ist, was man nicht tun sollte. Und ich klicke Joomla dann auf Core-Updaten oder sowas. Würden die Dateien meiner Joomla-Installation in diesem Container aktualisiert werden? Dafür ist das eigentlich nicht gemacht. Die Idee ist eher, das, was an Nutzdaten aktualisiert wird, überschrieben wird, außerhalb des Dockers, des Containers persistent irgendwo zu haben, weshalb man bei Joomla dann wahrscheinlich hingehen müsste und eigentlich das Dateisystem irgendwo außerhalb haben, aber dann wird es wieder... Bitte? Und die Daten machen, aber dann wird es wieder irgendwie witzlos in meinen Augen. Von daher, Joomla ist... Es gibt Joomla Docker-Images. Ja, kannst genau schon... So funktionieren, wie du willst. Genau, kannst schon so machen, aber ist halt scheiße. Von daher, Docker-Container bieten sich eigentlich für andere Anwendungsfälle an, kommt nachher mal so ein bisschen. Es gibt, um diese Docker-Container zu bauen, die Docker-Files. Ist wie so eine Art Bauanleitung, was da zu tun ist. Für Docker gibt es Basis-Images, die man nutzen kann. Da ist jetzt mal so ein Docker-File in dem Fall, was einfach nur ein Apache starten soll. Das habe ich dann auf Basis von den Debian gemacht. Ich mache, gut, hier fehlt ein Apache 2, apt-get install Apache 2, ich starte den und sage dann, liebe Docker-Maschine, mach deinen Port 80 bei mir auf der Maschine verfügbar. Funktioniert jetzt nicht 1:1, aber ich habe das mal ein bisschen... Minus P, ja, ich habe es mal ein bisschen vereinfacht. Ich will es ja kein Step-by-Step, ist ja alles mal. Und wenn ich jetzt sagen würde, liebes Docker, mach mir aus dem Rezept hier jetzt mal einen Container, den ich benutzen kann,
Lädt Docker sich das Basis-Image runter, lässt die einzelnen Befehle hier durchlaufen und quasi kurz bevor es hier als Eingemachte geht, an den eigentlichen Command, wird dieser neue Container quasi angehalten, der ist dann fertig, ich habe dann mein Image und dieses Image kann ich dann starten und beenden wie ein normaler Prozess. Ich kann dann also hingehen und habe einen Befehl, um ein Apache zu starten, der alle seine Libraries mitbringt, ich muss bei mir auf der Maschine nichts mehr beachten, ich brauche kein anderes Gedöns, sondern habe eine Applikation in sich abgekapselt, die nach außen nur einen Port 80 rauswirft. Was kann man jetzt damit machen, ist die Frage. Der ganze Spaß wird dann interessant, wenn man sich überlegt, man könnte ja vielleicht auch mal mehrere Docker-Container miteinander benutzen. Das ist dann die sogenannte Orchestrierung. Gibt es verschiedenste Tools für, die das machen. Inzwischen hat Docker auch ein eigenes, ist dann Docker Compose. Prinzip ist dann, wenn wir jetzt mal sagen, wir wollten gerne einen Nginx als Webserver haben, der PHP als Programmiersprache über ein FPM machen kann. Hätten wir eine Docker-Maschine, wo wir den FPM-Server drin bauen und der nach außen hin dann auch den Port dieses FPM-Servers freigibt. Und hätten den eigentlichen Nginx-Server, den wir sagen können, du darfst mit der FPM-Maschine kommunizieren. Und du gibst wiederum nach außen dann den Port 80, damit wir dann was mit dem Nginx machen können. Wenn man das jetzt sequent weiterdenkt, ist das, was früher so monolithisch auf einer Maschine lag, sind das plötzlich ganz viele kleine Container, bei denen es eigentlich auch egal ist, wo die laufen. Ich könnte auch sagen, ich stelle mir 6 Bleche in irgendein Rack, konfiguriere die so, dass ich auf jedem von denen beliebig Docker-Container starten kann und die knobeln dann untereinander schon aus, dass die Kisten miteinander kommunizieren können. Ich kann dann auch sagen, ich habe jetzt gerade viel Last im PHP-Bereich, dann hole ich mir mal noch mehr FPM-Container. Und da brauche ich jetzt gerade wieder weniger von, aber dafür dann mehr von den anderen. Wird plötzlich ein ganz flexibles Tool, um so Lasten abzufangen. Es gibt aber auch viel simplere Anwendungsfälle, das da ist schon fast schwarze Magie. Das eine hat der Kollege Robert Deutz gebaut, der hat nämlich einen Docker-Container gebaut, um PHP-Code mit den Joomla-eigenen Coding-Styles zu prüfen. Das klingt simpel, ist aber deswegen nicht ganz trivial, weil die Joomla-Coding-Styles eine alte PHP-Code-Style-Version voraussetzen. Damit man die installiert bekommt, braucht man entweder Peer oder Composer, dafür braucht man wieder ein lokal funktionierendes PHP, also man braucht schon einiges, nur um zu gucken, ob eine Joomla-Datei richtig eingerückt ist. Und da ist jetzt das Prinzip, ich lade mir sein Docker runter und dann mit einem simplen Befehl --run sagen, lieber Container von Robert, prüf mal das folgende Verzeichnis. Und dann wird diese ganze Abhängigkeit, die hinten dran ist, für mich weggenommen und ich habe ein einheitliches Interface, nämlich das von Docker, um dieses Ding anzusteuern. Ein Anwendungsfall, den ich konkret habe, ich baue meine Entwicklungsumgebung inzwischen darauf auf. Ich habe das sonst immer mit Vagrant gemacht, das macht dann mit VirtualBox so große Maschinen und die booten dann und NFS und bla 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 bla, dauert alles irgendwie ewig. Es gibt ein nettes Projekt, phpdocker.io, wo ich sagen kann, ich habe jetzt hier das Projekt com Edelstein oder sowas. Dafür brauche ich ein Nginx, ein MySQL und ich brauche noch Memcache dazu. Am besten halt mit PHP 7 und den Erweiterungen. Und dann kommt ein Archiv raus, wo per Docker Compose diese ganzen kleinen Container drin sind. Und dann gibt es ein Command in der gesamten Entwicklungsumgebung hoch und es gibt ein Command, womit ich das Ganze pausieren kann. Eigentlich vom Workflow her irgendwann so ähnlich wie ein VirtualBox, ein Vagrant, wo ich auch Vagrant up und Vagrant down habe, um die Sachen rauf und runter zu fahren, nur halt irgendwie um Klassen schneller. So. Docker ist deswegen eine interessante Technologie, weil Apps zum Beispiel wie ein, was finden wir denn da, benutzt jemand GitLab, ist ein GitHub-Klon auf Ruby-Basis, wo man so eine Git-Repositories machen kann, das braucht Ruby, das braucht eine Datenbank, das braucht einen Webserver, das braucht was ich nicht was alles, damit es funktioniert, weshalb die aus lauter Verzweiflung immer mal überlegt haben, eine eigene Linux-Distribution rauszubringen, nur damit GitLab läuft. Und die sind jetzt hingegangen und haben gesagt, wisst ihr was, wir sind ja bescheuert. Wir bauen einen Docker-Container für GitLab. Und ich kann jetzt runtergehen, kann mir GitLab als Docker-Container herunterladen
Und GitLab läuft bei mir lokal jetzt auf Port 12 oder sowas. Und dann kann ich das über Localhost doppelt 12 auch aufrufen. Und die ganze Geschichte dahinter ist für mich völlig transparent. Und das Wissen, was ich da habe, kann ich auch später mit jeder anderen Applikation anwenden. Und jeder Hoster, der Docker unterstützt, kann auch hier Applikationen laufen lassen. Also es ist diese standardisierte Schnittstelle, wo der interessante Teil kommt. Und den anderen heißen Scheiß, den ich mit Docker vorhabe, da hören wir irgendwann mal was von, wenn das fertig ist. Ja, es wird nicht zu überhören sein. Bei diesem benannten Projekt spielt ein anderer heißer Scheiß noch eine Rolle, der gar nicht so heiß und so trotzdem bei uns wenig Verbreitung hat, nämlich die Amazon Web Services. Ist ein, ja, zu sagen, dass das ein Dienst für Hosting ist, ist eine ziemliche Untertreibung. Viele Leute setzen die Web Services gleich mit einem Dienst, nämlich EC2. Das ist ein Dienst, wo ich sagen kann, liebes Amazon, ich brauche mal gerade eine virtuelle Maschine mit Ubuntu oder sowas. Der erste besondere Teil ist, das ist ein Cloud-Service. Ich kann also sagen, ich lasse mir diese virtuelle Maschine per API hochfahren und ich bezahle es nur die Zeit, die ich es brauche. Das ist abgerechnet. Ich kann also, wenn ich mal das Passwort von der WordPress-Installation knacken muss, sagen, okay, ich miete mir jetzt für eine Stunde eine sehr leistungsfähige virtuelle Maschine, knacke das Passwort und danach schieße ich sie wieder ab und das kostet mich dann $8 statt irgendwie 1200, wenn ich so ein Ding irgendwo bei einem Hoster auch nur einen Monat biete. Das ist EC2, virtuelle Maschinen per API. Der eigentlich interessante Teil ist aber nicht das, weil das kriege ich auch irgendwo anders, sondern die Services, die Amazon so drumherum gestrickt hat. Mal so ein kurzer Überblick. Elasticsearch kriege ich bei denen gehostet. Also muss mich um nichts kümmern, einfach nur Daten rein und rausschmeißen. ELB ist der Elastic Load Balancer, wo ich so Geschichten sagen kann wie, das sind meine 17 EC2-Maschinen, auf denen mein tolles Joomla läuft. Und wenn du merkst, dass Maschine 1, 2 und 3 zu langsam werden, den Traffic doch noch auf die Reservemaschinen 4, 5 und 6. Und ansonsten mach das einfach gleichmäßig in so Gedöns. Also ich habe einen integrierten Load Balancer, um den ich mich nicht kümmern muss. Elastic Load Balancer funktioniert zusammen mit Route 53, das ist deren DNS-Dienst, auch hoch verfügbar, wo ich dann so Dinge sagen kann wie, die folgende Domain zeigt nicht auf die, sondern zeigt auf einen bestimmten Load Balancer. Und der Load Balancer zeigt dann nicht auf bestimmte IPs von Maschinen, sondern einfach auf Maschinen. Und der ganze Kladderadatsch hinten dran, die ganze Magie, wird versteckt. S3 ist ein Service für Storage, also Bridge und Chrome. Im Joomla-Umfeld gern zusammen mit Akiba Backup genutzt. Nikolas ist da großer Fan von. Ist ein Service, wo ich verhältnismäßig große Datenmengen für sehr günstige Preise parken kann. Ich glaube, in meinem Backup-Account fleuchen so 2,8 Terabyte oder sowas rum und das sind weniger als $10 im Monat, die wir da bezahlen. Das ist schon verhältnismäßig in Ordnung. Dann gibt es so Gedöns RDS, das ist der Amazon-Service, wo relationale Datenbanken gehostet werden. MySQL, Postgres, was auch immer man da haben will. Hochverfügbar, clusterfähig, Wartungs einfach. Ich brauche eine neue Datenbank und den Rest macht Amazon. CloudFront ist das integrierte CDN, funktioniert dann zusammen mit Route 53. Ich kann sagen, das hier ist der Load Balancer und die folgenden CDN und dann pupp, ist das auch schon erledigt. Elastic Transcoder mal so als Beispiel ist ein Tool, ich schmeiße ein Video rein und sage, das hier bitte in dem Ordner auf meinem S3 in dem Format mit der Auflösung ausgeben. Drops gelutscht, Amazon macht den Rest. SES ist ein Server, Mailgun, sagt das irgendwem was? Quasi SMTP as a Service. Ich kann über eine API Mails übergeben und die kümmern sich darum, dass die verschickt werden oder wirklich ankommen. Und dieses ganze Gedöns liegt da im Regal und ich brauche es nur rausnehmen. Ich muss nur den Teil mir nehmen, den ich brauche. Und mache, muss ich mich irgendwann nur noch um meine eigentliche Applikation kümmern. Nicht mehr um das Hosting der ganzen Dienste drumherum. Ich brauche keinen Datenbankserver mehr zu betreiben. Ich brauche kein komisches
Video-Transforming-Gedöns bauen, was irgendwie gibt. Ich konzentriere mich auf meinen Scheiß, den restlichen Scheiß macht Amazon über Services. Die lassen sich das natürlich bezahlen, die sind ja auch nicht doof. Ich glaube, die Web-Services sind der einzige Bereich im Amazon-Konzern, der schwarze Zahlen schreibt. Aber das ist es wert. Vor allen Dingen, wenn man sich ein Ding vor Augen führt, ich habe hier keine nur sehr exotische Skalierungsprobleme. Wenn ich irgendwann sage, ich fange mal mit so einem S3 an und dann lade ich ein paar Bilder ab, dann sind das am Anfang 10 MB. Was? Noch 3 Minuten oder noch 3 Bilder? Okay. Ist super, das letzte Slide. Ich lade da mal 10 MB und ich glaube, die S3 Storages skalieren bis, was war es, 1 Petabyte oder sowas? Und dazwischen machen wir die Sintflut. Ist ja Amazons Problem. Bei dem Load Balancer, da gibt es einen Autoscaling-Service, kann ich sagen, das ist mein Joomla und wenn da mal ordentlich Last drauf ist und die Response-Zeit zu langsam wird, zieh mal bitte bis zu 20 weitere Instanzen hoch mit diesem Image und wenn wir die nicht mehr brauchen, fahr die wieder runter. Und dann habe ich plötzlich eine automatisch skalierende Website, wo sich die Kosten der aktuellen Last anpassen. Und um die Datenbank muss ich mich ja sowieso nicht sorgen, weil dafür gibt es ja RDS und da kümmern die sich dann schon. Auch da, wir basteln lustige Dinge, da spielt dann dieser Container-Service hier eine Rolle, der für Docker optimiert ist. Oder sonst mit einer DDoS-Attacke kann man den Konkurrenten dann in finanzielle Trouble bringen. Deswegen kannst du ja so Maximallimits definieren. Okay. Ja. Das ist schon ein bisschen. Also ich würde da jetzt nicht 900 Maschinen reinschreiben, das könnte sonst teuer werden. Kannst schon so machen, aber ist halt scheiße. Ja, genau, ganz interessante Geschichte. Kann man sich auch mal einarbeiten und wenn ihr nochmal ein größeres Projekt habt, geht mal in euch, welchen Teil ihr wirklich selber betreuen wollt und wo es vielleicht Sinn macht, das für ein paar Euro managed abzugeben, sich die Kopfschmerzen zu sparen. Von diesen Dingern, diesem coolen Zeug, was man mal machen müsste, da vorne stehen noch ganze Berge davon, die ihr auch alle mal ausprobieren müsst. Mir ist schon völlig klar, dass man sich auf eine Sache konzentrieren muss, damit man wenigstens eine Sache gut kann. Müsst ihr euch auch darüber im Klaren sein, dass wer da nicht mit der Zeit geht, irgendwann weg vom Fenster ist. Geht. Genau, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, das ist schön. Schaut es euch an, viele von diesen Dingen sind auch im Joomla-Kontext anwendbar, bringen einen echten Mehrwert. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Extensions Directory. Weil wir in unserer Blase sind, ist irgendjemand auf die Idee gekommen, wir machen das als Joomla-Erweiterung. Und wir machen auch die Suche in dem Extensions Directory über eine Joomla-Erweiterung. Ergebnis ist ein grottenlangsames, hässliches Suchentlein, das da sitzt. Und das wahrscheinlich mit einem Bruchteil der Zeit mit erheblichst besserer Performance und deutlich besseren Ergebnissen umgesetzt gewesen wäre. Low-hanging fruit, aber hey. Geht in die Welt hinaus, lest irgendwelche Dokumentationen. Wenn ihr Fragen habt, fragt nicht mich, also zumindest nicht zu den Einzeltechnologien, sondern die Doku oder die Community oder so. Aber das war mein Impuls und mein Appell. Fragen inhaltlicher Natur? Anmerkungen? Docker schon freigegeben für Production-Systeme? Ja, klar. Seit einem Jahr, da war es offiziell. Mein Lieblingsbeispiel für Docker in Production-Systemen ist der Typ, der früher bei 1&1 der Chef von Viktor Vogel war. Mhm. War dann Head of Infrastructure, also hat das gesamte Hosting von Zalando betreut. Was ja ein nicht gerade unbekannter Not. Und der hat erzählt, als er gekommen ist, hat Zalando noch eigenes Blech in eigenen Rechenzentren betrieben. Er hat sich dafür eingesetzt, dass das gesamte Ding auf Cloud-Services und auf Docker umgestellt wird. Und die sind hingegangen, das ist Zalando.de als Website, basiert auf dazu. Und dann haben sie binnen 3 Monaten jede dieser kleinen Applikationen in einen Docker-Container gepackt und gesagt, wir kaufen uns bei Amazon in die Cloud ein und deployen ab jetzt nur noch Docker-Container. Und dann hatten sie zum Beispiel wenn du bei Zalando.de die Suche benutzt, läuft das über da, da ist dann Solar in dem Fall drin. Und er hat dann beschrieben, wenn so 2015, wenn Primetime ist, wenn da viel Traffic drauf ist, ist das Autoscaling so konfiguriert, dass bis zu 1.500 Container diese Suche bespielen.
Und wenn dann wenig Last ist in der Nacht, fährt die sich auf 20 automatisch runter. Alles auf Docker, alles auf AWS, alles auf Cloud, alles in Produktion. Dann haben sie noch erzählt, diese ganzen Microservices untereinander, dann dürfte man ja nicht von ausgehen, dass da nicht mal einer von gehackt wird. Das heißt, es muss alles authentifiziert sein. Deswegen haben sie in der Mitte von diesem ganzen System einen großen Admin, der quasi prüft, ob Service XYZ dies und das darf. Und dieser zentrale Authentication Service hat zu Hochzeiten 1,5 Millionen Hits die Sekunde. Und wenn du das hörst, weißt du, dass das, was wir jeden Tag machen, ein ziemliches Mickey-Maus-Geschäft ist. Aber es war mal ganz eindrucksvoll zu hören, was da so alles ist. Gut, wenn sonst nichts ist. Oh, Gott.